Wunderschönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich freue mich, Sie sehr herzlich in Wien begrüßen zu dürfen. Ich bin jetzt seit ungefähr 6 Monaten in dieser Funktion und ich werde sehr, sehr oft gefragt, hauptsächlich von ausländischen Delegationen oder ausländischen Medien, wie schafft es Wien, Hauptstadt des leistbaren Wohnens zu sein? Denn der Leidensdruck aller wachsenden Städte in Europa ist hoch und wir stehen auch alle vor den gleichen Herausforderungen. Die Mieten steigen, die Löhne stagnieren, aber was macht Wien in diesem Fall anders? Vereinfacht gesagt, wir schauen, dass der Anteil der geförderten Wohnungen in unserer Stadt hoch bleibt. Ungefähr die Hälfte der Wohnungen in Wien sind geförderte Wohnungen, das heißt mehr als 60% der Wienerinnen und Wiener wohnen in Gemeindewohnungen oder in Genossenschaftswohnungen. Das heißt, sie haben die Sicherheit, sie müssen weder Kündigungen fürchten, sie müssen sich auch nicht vor Sanierungen fürchten, dass sie danach nicht mehr in ihrer Wohnung bleiben können. Das heißt, es sind sozial gebundene Wohnungen mit unbefristeten Verträgen. Auch das gibt große Sicherheit und gedeckelten Mieten. Eine Sicherheit, wie gesagt, die nicht wirklich selbstverständlich ist. Und das, was Wien auch ausmacht, ist, dass es das politische Bekenntnis gibt und das prägt uns, dass Wohnen ein Grundrecht ist. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, wir sehen es als die öffentliche Aufgabe an, genügend leistbaren Wohnraum den Wienerinnen und Wienern zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Politik in Wien kümmert sich um die Mieterinnen und Mieter und um das zu verstehen, muss man rund 100 Jahre zurückgehen. Und unser Bürgermeister ist schon darauf eingegangen. In den 1920er Jahren sind mehr Menschen nach Wien gezogen. Die Wohnverhältnisse waren katastrophal. Es gab auch sehr, sehr viel Obdachlosigkeit in unserer Stadt. Und die damalige sozialdemokratische Stadtregierung hat sich bekannt und einfach beschlossen, eigenen Wohnraum zu schaffen und zu bauen, und zwar quer durch die ganze Stadt. Und das war ein starker, wichtiger Schritt mit ganz großem Symbolwert. Heute sind die rund 420 Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen in ganz Wien verteilt. Die Wohnungen, auch da wurde schon darauf hingewiesen, wohnen nicht nur sozial Schwache, sondern die Mittelschicht ist auch dort zu Hause. Das heißt, wir haben die größte Mittelstandsförderung mit unserem geförderten Wohnbau. Wir sichern dadurch auch die soziale Durchmischung und somit auch den sozialen Frieden. Das, was besonders ist an Wien, ist, dass man an der Adresse eines Menschen nicht erkennt, was er oder sie verdient. Wien hat gezeigt, was in der Wohnungspolitik möglich ist. Wir haben uns auch nie von unserem geförderten Wohnbau getrennt. Wir haben sie nicht verkauft, sondern wir haben stattdessen auch noch neue Wohnungen gebaut. Wir investieren in Wien rund 600 Millionen Euro in den Bereich Wohnen, und zwar in zwei Säulen. Das ist einerseits der Neubau und andererseits die Sanierung. Das heißt, wir bauen neue Stadtteile und entwickeln sie zu attraktiven Wohnquartieren und wir sanieren bestehende Altbauten und somit werden wieder neue historische Kretzeln schön. Wir haben auch für die Zukunft vorgesorgt. Wir haben ungefähr 2,8 Millionen Quadratmeter Bauland, das der Stadt noch zur Verfügung steht und das wir den Bauträgern bewusst unter dem Marktwert geben, um eben leistbares Wohnen in Wien zu ermöglichen. Zugegeben, das Ziel ist nicht immer leicht erreichbar. Auch Wien ist betroffen von globalen Investoren, von hohen Grundstückspreisen, von hohen Baukosten. Wir haben auch schon entsprechende Maßnahmen gesetzt und zuletzt eine wichtige Maßnahme, und zwar vor ungefähr 2 Wochen, haben wir eine Zweidrittelquote für eine neue Flächenwidmungskategorie in der neuen Bauordnungsnovelle beschlossen. Was heißt das? Vereinfacht gesagt heißt das, künftig wird in großen Wohngebieten, bei großen Immobilienprojekten mehr geförderter als frei finanzierter Wohnraum geschaffen und auch das bietet wieder Sicherheit für die Wienerinnen und Wiener, dass ihnen geförderter Wohnbau auch in Zukunft zur Verfügung steht. Wien zeigt seit vielen, vielen Jahren, wie wichtig es ist, eine gescheite Kombination zu machen. Einerseits von Grundstücksvorberatung, von differenzierten Förderwesen, von Mieterinnen und Mieternschutz und Mitbestimmung, um so für stabile Preise zu sorgen. Aber es gibt noch viel zu tun. Ich weiß, es gibt auch andere richtungsweisende Beispiele in ganz Europa und daher ist es wichtig, dass wir Städte auch untereinander regelmäßig den Austausch pflegen und auch die Unterstützung der Europäischen Union bekommen. Allein die Tatsache, dass es eine eigene EU-Städtepartnerschaft für Wohnen gibt, zeigt, welche große Bedeutung das leistbare Wohnen für uns alle in den europäischen Städten hat und es freut mich sehr,
dass Wien hierbei auch eine tragende Rolle einnimmt. Ich wünsche Ihnen allen, ich wünsche uns allen in den kommenden Tagen anregende Gespräche, eine erfolgreiche Konferenz und dass wir Erfolg haben auf unserem gemeinsamen Weg, den Menschen in unseren Städten leistbares und qualitätsvolles Wohnen zur Verfügung zu stellen. Danke vielmals.